Zunächst einmal kann jemand überhaupt in eine Lebenskrise geraten, wenn jemand stirbt aus der nächsten Umgebung, wenn das Geschäft zusammenbricht oder irgendein sogenannter Schicksalsschlag ihn erreicht. Das ist noch keine spirituelle Krise. Spirituelle Krise wird es erst, wenn er die Sinnfrage stellt. Warum passiert mir das? Warum passiert mir das? Warum passiert gerade mir das? Ja. Aber auch das ist erst der Anfang einer spirituellen Krise, denn ich kann dann immer noch an Gott glauben, ich kann immer noch meine Lebenshilfe aus meinem Glauben bekommen. Die nächste Stufe der spirituellen Krise ist, wenn die Gottesbilder zusammenbrechen. Wenn ein Mensch die Geborgenheit in seinen Gottesbildern, Gottesvorstellungen verliert. Das kann urplötzlich in einem Menschen abhanden kommen. Und dann beginnt die eigentliche spirituelle Krise. Dann ist er auf der Suche. Und die dritte Stufe der spirituellen Krise, das ist dann das Sterben des Ich, wie das die Mystik das nennt. Unser Ich hat keine Permanenz. Es ist nur ein Organisationszentrum, uns gegeben für diese Erdenzeit. Aber es hat keine Permanenz. Und wenn dieses Ich wirklich stirbt, das heißt, wenn der Mensch erkennt, mit diesem Ich komme ich nicht in die Erfahrung Gottes, komme ich auch nicht in eine Realisierung der Wirklichkeit, dann beginnt die eigentliche Krise. Denn der Tod, Gott, der Tod des Ich, der Tod des Ich ist die Voraussetzung für die Erfahrung Gottes. Und es ist etwas in dieser spirituellen Krise, was wir Tod Gottes nennen. Der Tod des traditionellen Gottesbildes ereignet sich wirklich. Und das ist die eigentliche spirituelle Krise, dass der Mensch sich dann in dieser Leerheit, die er gerät, in dieser Ichlosigkeit, in dieser Einsamkeit, in dieser Wüste, in dieser Nacht, noch weiter bemüht um eine tiefere Erfahrung, um wirklich das zu erreichen, was Mystik eigentlich vorsieht und vorhat, eine Erfahrung Gottes oder der göttlichen Wirklichkeit oder der Gottheit, wie Eckhart das nennt. Wie häufig kommt es vor Ihrer Erfahrung nach, dass Menschen in eine spirituelle Krise geraten? Wenn einer wirklich auf diesem Weg in die mystische Erfahrung, in die transpersonale Erfahrung bleibt, dann kommt er unweigerlich an eine Stelle, die man spirituelle Krise nennen kann. Die muss nicht sehr tief sein, aber es kommt ganz sicher die Angst auf, die Angst in dem Moment, wo das Ich seine Kontrollinstanz verliert und aufgeben muss. Sodass man also sagen kann, es ist etwas Normales, wenn jemand ernsthaft einen spirituellen Weg betritt. Nun ist natürlich die Wand zwischen Psychose und mystischer Erfahrung ganz dünn. Maslow hat das einmal ausgedrückt mit den Worten, der Psychotiker und der Mystiker fallen beide ins Meer. Der Psychotiker geht unter und der Mystiker kann schwimmen. Es ist tatsächlich das Kriterium einer starken Ich-Struktur, ob ich auch in einer mystischen Erfahrung das Ganze einordnen kann in mein Leben oder ob ich psychotisch überschwemmt werde. Und das ist meine Aufgabe als spiritueller Führer, rechtzeitig zu erkennen und einem abzuraten, einen solchen Weg zu gehen, was ich auch oft tue, und einem anderen Mut zu machen, du darfst diesen Weg gehen, du brauchst keine Angst zu haben, auch wenn du unsicher geworden bist. Es ist leider so, dass heute die wenigsten Menschen, die eine mystische Erfahrung machen, zu ihren Seelsorgern gehen können, weil der Seelsorger auf solche Dinge gar nicht geschult ist. Er erfährt im Priesterseminar so gut wie nichts über die christliche Mystik, höchstens theoretischen Vorträgen oder in Büchern, aber nicht über einen ganz konkreten Fall, in den ein Mensch geraten kann, wenn er einen solchen Weg geht. Und die transpersonale Psychologie weiß heute besser Bescheid über mystische Erfahrungen als die Theologie und der Theologe und der Pfarrer. Es ist traurig, aber die katholische Kirche hat einen Katechismus herausgebracht, ihr Lehrgebäude in 500 Seiten zusammengefasst. Und in diesen 500 Seiten kommt das Wort Mystik überhaupt nicht vor. Für mich unverständlich, wie so etwas passieren kann. Denn letztlich ist Mystik, die Urerfahrung des Göttlichen, eine der Quellen der Religion. Mose hatte erst seine
tiefe Erfahrung am brennenden Dornbusch. Und dann erst hat er den Israeliten zu sagen versucht, was er erfahren hat.